Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Der ein oder andere wird diese Umgebung hier in etwa kennen. Hier habe ich früher meine Testvideos gemacht. Ganz kurz zur Erklärung. Ich bin gerade in Köln für 3 Wochen und zwar, weil ich bei einem Umzug helfen muss. Und das Video hier entsteht gerade komplett spontan. Das heißt, wenn da nur Kacke bei rauskommt, dann entschuldigt das bitte. Was soll das Ganze? Also, 3 Wochen lang werde ich hier sein, ohne meinen kompletten Arbeitsraum. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel kein perfektes Licht und sowas. Und dementsprechend wird es auch schwer, hier ordentlich zu filmen. Das bedeutet zum einen, ich habe es schon angekündigt in dem letzten Video, dass es nicht mehr jeden Tag ein Video geben wird. Ich habe mir aber was überlegt. Und zwar habe ich mir schon seit längerer Zeit vorgenommen, mich mal ein bisschen mehr mit Windows Phone zu beschäftigen. Viele von euch wahrscheinlich wissen es alle. Ich bin ziemlich von Android überzeugt. iOS kommen mir echt so gar nicht ins Haus, damit kann ich quasi nichts anfangen. Windows Phone ist eine interessante Sache, mit der ich aber auch noch nicht so wirklich auf einer Ebene bin. Das will ich ändern, und zwar werde ich jetzt die nächsten 3 Wochen, bin ich hier, mich mal nur auf dieses Nokia Lumia 1520 beschränken. Das heißt, mein Note 3 und alles andere, worauf ich irgendwie verzichten kann, an Android werde ich mal zur Seite werfen und mich wirklich nur auf Windows Phone konzentrieren. Sehr interessantes Projekt, ich weiß echt noch nicht, was daraus werden wird, aber ich habe mir überlegt, ich mache da so eine Art Challenge draus oder sowas, nennt es wie ihr es möchtet. Ich werde auf jeden Fall immer, wenn ich jetzt die Zeit finde, so in einer Art Vlog irgendwie mein tägliches zusammen sein mit dem Lumia 1520 und somit mit Windows Phone irgendwie versuchen, euch rüberzubringen. Das bedeutet, ich werde immer, wenn ich die Zeit finde, vielleicht ist es mal jeden Tag, vielleicht ist es mal jeden zweiten Tag oder mal alle 3 Tage, auf jeden Fall immer, wenn ich die Zeit finde, werde ich irgendwie euch versuchen, das Teil näher zu bringen. Das heißt, ich werde euch vielleicht ein bisschen Windows Phone erklären. Vor allem werde ich euch aber sagen, wie meine Erfahrung heute an diesem Tag ist. Das heißt, fehlt mir irgendwas total bei Windows Phone? Oder bin ich komplett zufrieden? Oder ist es besser als Android? Oder werde ich morgen umsteigen oder sowas? All das werde ich versuchen herauszufinden. Wichtig ist aber, ich will vor allem auf eure Fragen eingehen. Das heißt, ich habe mir überlegt, ihr sollt mir quasi alle Fragen stellen, die ihr so habt. Unterschied zwischen Windows Phone und Android zum Beispiel. Gibt es irgendwas, was euch total interessiert? Dann lasst mich das wissen. Ich habe mir überlegt, wir machen das am besten mit so einer Hashtag-Sache. Dann könnt ihr mich nämlich bei YouTube und Facebook und Instagram und Twitter und Google Plus erreichen. Sagen wir Hashtag Lumia Weeks und eure Frage. Ich werde euch das Ganze einfach nochmal hier irgendwie verlinken und sowas. Irgendwas werde ich zusammenschneiden. Falls ihr irgendeine Frage habt, falls ihr irgendwas besonders wissen möchtet, falls ihr was zum Lumia 1520 wissen möchtet, was auch immer ihr wissen möchtet, Hashtag Lumia Weeks und dann eure Frage. Und ich gucke, dass ich das irgendwie in diese Vlogs unterbringe, sodass wir irgendwie zusammenkommen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt irgendwas von dem, was ich hier sage, weil ich das Mikro gerade so lutschig in der Hand habe und keinen Popschutz, also nicht dieses Flop-Ding, was ihr von den Mikrofonen so kennt. Und hier ist es halt doch irgendwie windig, aber ich dachte mir, Natur pur, da will ich doch auch mal rausgehen und euch zeigen, was hier so los ist. Die Leute, die von Anfang an dabei sind und die das hier noch kennen, ultra cool. Finde ich mega stark, dass ihr noch dabei seid. Was hier wird noch zu sagen? Also ich habe euch gesagt, das ist jetzt mein Daily Driver. Das werde ich nutzen und mein Note 3 wird dadurch ersetzt. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird, weil mir fehlt bei Windows Phone immer so ein bisschen was, zumindest behaupte ich das jetzt. Ich hatte es zwar immer in den Tests, aber dann immer nur so nebenan quasi. Das heißt, ich habe mein Note 3 genutzt, hatte aber immer das Windows Phone dabei. Und jetzt will ich das halt mal komplett wegstreichen, das Note 3. Das heißt, ich kümmere mich echt nur um das Windows Phone. Bevor ich hier zu viel Scheiße rede. Also, es wird jetzt mehr oder weniger regelmäßig von mir Vlog-Videos geben zu meiner Erfahrung mit dem Windows Phone, mit Nokia Lumia 1520 genauer gesagt.
falls ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche speziellen Wünsche oder sowas, irgendwas, was ihr vielleicht wissen wolltet oder einfach nur, fragt mich auch, was ich besser finde, ob ich da die Kamera besser finde oder da die Menüführung, sagt mir irgendwas, was auch immer ihr wissen wollt, lasst es einfach raus. Ich werde mir dann irgendwie die wichtigsten Fragen oder alle, die ich beantworten kann, aufschreiben und sie dann hier für euch beantworten. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Also, ganz egal, welche Frage ihr habt, Hashtag LumiaWeeks und dann haut die raus. Wie gesagt, ich werde bei Instagram gucken, bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube und was ist, Google Plus gibt es noch. Haut alles raus, was ihr möchtet. Bombardiert mich mit Fragen, bombardiert mich mit sonst irgendwas. Das war's von diesem Video. 6 Minuten sind es jetzt, das reicht auch, glaube ich. 6 Minuten immer wieder das Gleiche sagen, ist nämlich nicht so spannend. Gut, das war es. Wir machen jetzt irgendeine schöne Zeit raus. Ich glaube, so 7 Minuten ist ganz schön. Blumen. Noch mehr Blumen. Noch mehr Blumen. Hecke. Haare. Viele Haare. Hört ihr den Wasserfall im Hintergrund? Ich glaube, es fängt an zu regnen, also machen wir doch ein bisschen früher Schluss. Also, ihr habt verstanden, was ich von euch will. Das war's von diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.